Hi du, woher kommst du gerade? Früh heim. Wegen Corona kommen ja keine Gäste zum Nahtalk. Und darum habe ich gedacht, mache ich jetzt mit dir so ein Nahtalk-Gespräch. Bist du bereit? Bereit geboren, du kennst mich. Die erste Frage ist, kommst du immer mit unputzten Zähnen an so ein Interview? Danke gleichfalls. Du isst schon gern, wie man jetzt gerade auch geschmückt hat, so den Mundgeruch. Was müsste man denn für dich kochen, damit du die Beine breit machst? Hey, was ist das für eine verschissnige Frage? Ich beantworte gerne die nächste. Brokkoli. Wie lustig findest du dich? Ich finde mich ziemlich sehr lustig. Die lustigste Person, die ich kenne, bin ich selber. Man sagt ja auch, oder ich sage auch gern, Humor ist, wenn man selber am lautesten und am längsten lacht. Wie viel Geld verdient man denn mit lustig sein? Ja, anscheinend nicht genug, weil ich sitze ja jetzt hier mit dir in einem ausgehöhlten Fernseher. Erzähl mal, was ist so ein Vorurteil über dich, das dich so richtig hässig macht? Oh, hey, dass die Leute sagen, dass ich frech bin. Ich bin doch nicht frech. Frech ist ein kleines Mädchen mit so Zöpfchen. Frech ist die Frisur von der Karen. Frech ist ein Klon in der Manege. Ich bin 35, ich bin doch nicht frech. Wenn ich etwas sage, dann ist das nicht frech, sondern dann ist das eine Meinung und eine Haltung. Ich habe Rückgrat. Wenn man dein Leben würde verfilmen, wer würde ich spielen? Also, klar der Fall Jessica Alba. Also, hä? Wie? Ich finde, eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ja doch, stimmt schon. Jessica Alba, ja. Und wie würde der Film heißen? Das Sennengülschi, Gülscha die Knechtin oder Mein Name ist Gülscha. Wie viel Geld müssen wir dir zahlen, damit du beim Dschungelcamp mitmachst? Also, ich würde sagen 150, also 150 Franken. Und Hin- und Rückflug. Wenn du nicht Moderatorin geworden wärst, was wärst du jetzt eigentlich heute? Vermutlich würde ich so einen Workshop leiten mit dem Titel «Endlich glücklich werden» oder ich wäre Dozentin an der ZHW für Biotechnologie. Was haltest du von Grossraumbüros? Danke fürs Fragen. Ich finde das der absolute Bullshit. Wer kommt auf die Idee, um 30 bis 50 Leute in einen Raum hineinsetzen, wo alle demotiviert sind und die müssen sich dann alle gerne haben, dabei können sie sich nicht ausstehen. Und dann sitzt auch noch vis-à-vis von dir der scheiß Praktikant, der die ganze Zeit irgendetwas am Essen ist, immer am Schmatzen, immer irgendetwas am Trinken und immer einfach so laut. Chill's mal. Ich habe nichts dafür. Ich habe wirklich das Trauma von der Choice-Zeiten. Das ist wirklich ein absoluter Mindfuck. Hey, apropos Mindfuck. Was gibt 8380 geteilt durch 2 plus 7895? 12.085,0. Alright, girl, das stimmt. Voll crazy. Was hast du bei der Matura denn für eine Note gehabt in der Mathe-Abschlussprüfung? Mit Ach und Krach ein 3,5. Crazy. Das habe ich auch gehabt in der Mathe. Yes, girl. Wenn du Pornos schaust, was gibst du im Suchfenster für einen Begriff ein? Bulle Stabmixer. Kot, Hundehalsband, Hundehaar, Teppich, Harry, Mother Father Finke Spanking, Clowns and Clowns. Okay. Weird. Ja, aber geil. Ja, geil.